Hallo, liebe Studierende, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserer sechsten Sitzung der Vorlesung Rezeptions- und Wirkungsforschung. Und heute geht es um das Thema Medieneffekte, der erste Teil einer zweiteiligen Vorlesung zu Medieneffekten, weil es eben sehr viele Inhalte sind, die wir hier besprechen und ein sehr zentraler Bestandteil der Medien- und der Wirkung und Rezeptionsforschung. Wir werden uns heute erst einmal damit beschäftigen, was Medieneffekte sind, eine Definition, damit wir es einordnen können. Dann werden wir sehr zentral auf die Einstellung eingehen als zentrales Objekt oder Entität, die durch Medien beeinflusst werden. Dann werden wir uns mit Konsistenztheorien auseinandersetzen und der kognitiven Dissonanztheorie. Zur Erklärung, heute werden wir uns mit den Grundlagen beschäftigen, sowas wie eben die Einstellungen, die definieren, allgemeine Prinzipien betrachten und Konstellationen von AkteurInnen analysieren. Und in der nächsten Woche werden wir dann komplexere Vorgänge uns betrachten. Wir werden uns anschauen, wie eine Einstellungsgewinnung vonstatten geht, Manipulation und Veränderung von Einstellungen. Also das ist dann eher etwas spezifischer. Heute eher Grundlagen. Wenn wir uns mit Medieneffekten auseinandersetzen, was analysieren wir da? Also wir hatten jetzt ja schon Selektion und Rezeption und nun kommen die Effekte. Was ist das? Medieneffekte beschreiben postkommunikative Veränderungen auf Seiten der RezipientInnen. Bedeutet also alles, was nach der Kommunikation stattgefunden hat, alles, was nach dem Empfangen einer Botschaft stattgefunden hat. Was bleibt also hängen? Was macht das mit uns? Wie verändert das unsere Sichtweise auf die Welt? Und das können wir auf ganz vielen Ebenen uns betrachten. Information, also hat jemand etwas aufgenommen? Vorstellungen von der Welt, wie ist die Welt? Haben wir etwas Neues gelernt, beispielsweise über andere Kulturen? Damit einhergehend Wissen, was ein bisschen enger ist, also gibt es richtig und falsch und Dinge, die wir als gegeben oder als richtig einordnen. Dann Einstellungen, ja, darauf werden wir nochmal genauer eingehen, wie sich die jetzt unterscheiden. Das Verhalten vielleicht als Königs-Outcome, als Königsergebnis. Und Befindlichkeiten längerer Natur, also nicht eben einfach nur den Affekt in der Situation, sondern eben beispielsweise die sowas wie Depressivität oder Lebenszufriedenheit, solche Dinge kann man dazu auch zählen. Darauf werden wir aber nicht vertiefend eingehen. So, ich habe jetzt eingangs schon mal ein paar Dinge genannt, die untersucht werden, wenn wir es mit Medieneffekten zu tun haben. Ich werde das jetzt nochmal etwas präzisieren und ausführen. So, also vielleicht das Grundlegende, was es gibt, was wir empfangen können und was bei uns ankommen kann, das sind einfach erstmal Daten. Ja, das ist einfach Rohmaterial, das ist Nullen und Einsen in der Informatik, das ist Materie, das ist einfach erstmal eine physische Menge oder eine Menge, die irgendwie nicht näher bestimmt bei uns ankommt. Das muss überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Ja? Das ist einfach Dinge. Davon abgrenzen können wir nämlich Informationen. Und Informationen sind Aggregationen von Daten in Sinneinheiten, also so, dass wir die auf einer höheren Ebene damit arbeiten können. Ja? Also Laute werden, wenn man sie richtig anordnet und mit der richtigen Person spricht, zur Sprache oder zur verständlichen Sprache, Farbpigmente zu Buchstaben und so weiter. Und die Valenz, also wie wir das einordnen, ist neutral. Also Information, das kann richtig oder falsch sein. Das muss nicht also quasi immer nur richtige Informationen sein, es ist einfach nur Sinneinheiten, die bei uns ankommen.
Als nächstes können wir dann von Vorstellungen sprechen und das sind Dinge, Annahmen darüber, die wir haben, wie die Welt ist. Also, dass es sowas wie Bäume gibt, dass es die Sonne gibt, dass es Farben gibt, wie sich andere Menschen verhalten. Das sind Vorstellungen über die Welt, die eben durch ja, beispielsweise auch Mediennutzung entstehen können. Und das ist häufig implizit, ja? Dass Menschen aufrecht gehen oder dass Menschen gewisse Dinge essen, das sind einfach so Vorstellungen von der Welt. Und es geht einher, kann man ein bisschen abgrenzen von Wissen, weil bei Wissen ist es so, dass wir auch, es ist auch eine Form der Aggregation von Informationen, aber häufig sagen wir hier, dass die Valenz ist, dass es eben richtig ist, dass es sich um richtige Informationen handelt. Klar, natürlich kann man in gewissen Bereichen auch über Wissen debattieren, was richtig ist oder nicht. Aber das ist eher so in dem Kontext von so Schulwissen, Schulbildung, Grammatik, Faktenwissen. Das sind alles Dinge, die, also, wo wir uns darauf einigen, mehr oder weniger, dass die zutreffen, was die Hauptstadt von Österreich ist beispielsweise. Und das sind Wissenselemente. So, und dann gibt es noch Einstellungen. Ne? Und wo genau die sich jetzt in diesem Raum bewegen, das sollte Ihnen am Ende dieser Vorlesung klar sein. Und da werden wir nun im Folgenden noch weiter drauf eingehen. So, Einstellungen sind also unser nächster großer Punkt, Gliederungspunkt. Wir werden ein bisschen auf den Hintergrund eingehen, warum überhaupt Einstellungen? Warum, das werden Sie sich vielleicht fragen, warum widmen wir diesem Thema so viel Aufmerksamkeit? Wir werden sie definieren, wir werden auf die Phänomenologie eingehen, also die Wesensbeschreibung. Was sind Einstellungen? Wie können wir diese messen? Weil das ist für uns als WissenschaftlerInnen ja auch wichtig, das ist auch korrekt zu tun. Und dann aber auch eben schon bereits. Wie verändern sich Einstellungen und was müssen wir dabei wissen? So, warum beschäftigen wir uns mit Einstellungen? Hintergrund ist, Einstellungen nehmen eine ganz zentrale Rolle ein in der Welt, aber auch in der Wissenschaft. Und es ist ein gewisser Funfact, der Fokus der Medienwirkung in den Ursprüngen war wirklich primär auf Einstellungen, nahezu. Und es wurde. Da wurde gar nicht viele andere Dinge analysiert. Also Einstellungen, da kommen wir her, fachgeschichtlich. Und der Sinn und Zweck von Einstellungen ist, dass wir komplexe Informationen, Sachverhalte reduzieren und damit eine Haltung zu einer Dinge, zu einer Sache, einer Entität, kommen wir gleich noch zu, haben. Also die geben uns, die helfen uns. Und inwiefern helfen sie uns, indem sie unser Verhalten bahnen? Ja? Also es ist ja logisch, wenn ich etwas gut finde, dann nähere ich mich an und wenn ich etwas nicht gut finde, dann entferne ich mich, um das jetzt vielleicht im ganz basal auszudrücken. Ja? Also Einstellungen sind eine Triebfeder für Verhalten. Ja? Sie bahnen Verhalten. Und sie nehmen damit eine zentrale Rolle im Medienwirkungsmodell ein, also so einem grundsätzlichen Medienwirkungsmodell. Ja? Wenn wir uns damit auseinandersetzen wollen, was machen Medien mit uns, dann müssen wir noch mal mehr auf Einstellungen achten. Und darauf gehen wir jetzt mal ein. Also, nehmen wir mal an, Sie rezipieren einen Film im Fernsehen, also über ein Medium. Und dort beispielsweise die Serie Mad Men, die können Sie sich anschauen, die habe ich ganz gerne geschaut. Und da sehen Sie Verhaltensweisen. Ja? Also die AkteurInnen leben gewisse Dinge vor, haben gewisse Jobs, gewisse Umgangsweisen, machen gewisse Dinge. Und das sehen wir in den Medien, in dem Film. Darüber hinaus sehen wir in Medien, auch auch als in Batman, Informationen, Gedanken, Ideen, die uns übermittelt werden. Beispielsweise tatsächlich, also vielleicht im ersten Sinne natürlich sowas wie Nachrichten, ja, da lernen wir,
Beispielsweise über die Inzidenzen der Corona-Pandemie. Also das sind einfach Inhalte, die wir mitbekommen, ja, Botschaften. Aber natürlich gleichzeitig lernen wir auch über explizite Dinge, auch über Serien, ja, über zeithistorische Vorgänge beispielsweise. Ja, dass das irgendwie während der Nixon-Zeit, glaube ich, gespielt hat. Solche Dinge. Also wir lernen Inhalte. Und zusammen dann mit dem, was die, was wir, was das Verhalten, das wir sehen und die Inhalte, von denen wir hören, das bildet dann oder kann unsere Einstellung beeinflussen. Ja, also Sie können sich hier noch eben Pfeile denken. Also die Medien zeigen Verhaltensweisen und zeigen Ideen. Und wenn wir das sehen, kann das uns beeinflussen. Wiederhole, Medien beeinflussen die Einstellung ihrer Rezipienten. Frage ist aber, wie stark, wann und unter welchen Bedingungen. Na, Sie können das tun. Und die Frage ist halt eben, genau, wie stark und unter welchen Bedingungen. Das muss man dann im Einzelfall abwägen. Aber wichtig ist, es ist nicht das Medium an sich, was es, was die Einstellung beeinflusst, sondern die Inhalte, die transportiert werden. Es ist also implizit, es ist so vor allem implizit über das Verhalten der Akteure, also Behavior, das Verhalten der Akteure, das, was uns gezeigt wird, da sehen wir eben gewisse Verhaltensweisen. Und es ist aber auch explizit über Ideen und Botschaften, die vermittelt werden. So, aber am Ende des Tages ist es, also der Fernseher, der mag das schon kausal anstoßen, ist absolut richtig. Aber das, was uns beeinflusst, ist ja nicht der Fernseher, sondern es ist das, was gezeigt wird. Und das ist natürlich wichtig, weil je nachdem, was gezeigt wird, werden andere Inhalte vermittelt. Und wichtig ist auch, es ist nicht notwendigerweise so, dass es eben nur der Fernseher sein muss, der diese Inhalte oder Verhaltensweisen zeigt, sondern das kann natürlich auch über ganz andere Medien und Kanäle geschehen. Also Mund zu Mund, Freunde, eigene Erfahrung oder Selbsterkenntnis können sie auch zu gewissen Einstellungen kommen. Gleichwohl muss man sagen, dass Medien natürlich schon gewisse typische Verhaltensweisen und Einstellungen zeigen, die man dort eher findet. Also man findet eher gewalthaltige Darstellungen als in der Realität. Und das kann damit natürlich eben auch Vorstellungen über die Welt mit beeinflussen. Genau, aber ich wiederhole nochmal, und ist auch gerade im Kontext Smartphones sehr relevant, das Smartphone an sich, ja, löst natürlich kausal gewisse Prozesse aus, aber was ist, in welche Richtung es geht, ist dann abhängig davon, was jemand an seinem Smartphone rezipiert. Das ist das zugrunde liegende Modell, was Sie sich vorstellen müssen. Wenn Sie eine Ahnung haben wollen, wie Einstellungen durch Medien beeinflusst werden, und wenn Sie sich jetzt zurückerinnern an die Theory of Planned Behavior, dann wissen Sie, dass Einstellungen wiederum natürlich einer der Prädiktoren für Verhalten sind. Ja. Das können Sie dann fügt sich das Puzzle, das Stück zu einem zusammen. So, was sind nun Einstellungen genau? Das war jetzt so ein bisschen der Hintergrund, warum wir uns so, warum Einstellungen so wichtig sind, warum es sich lohnt, auch ein gutes Verständnis zu haben und da auch sehr viel Zeit darauf zu investieren. Was sind jetzt genau Einstellungen? Einstellungen sind Bewertungen einer beliebigen Entität. Einstellungen sind Bewertungen einer beliebigen Entität. Und ich muss fairerweise ergänzen in der Vorbereitung dieser Veranstaltung, dass hier ursprünglich das Wort Objekt stand, was ich ausgetauscht habe durch das Wort Entität. Von daher ist es kein wortwörtliches Zitat mehr. Das muss ich jetzt, sehe ich jetzt erst korrekterweise nochmal klarstellen. Aber ich erkläre Ihnen das auch warum. Warum habe ich das in das Wort Entität umgeändert? Eine Entität ist eine nicht näher definierte Sache. Das ist wirklich einfach quasi X, wenn Sie so wollen. Ein Objekt hat eher die Konnotation, dass es physisch ist. Ja, man ist
anfassen kann und bewegen kann. Nicht nur wendigerweise, aber es hat die Konnotation. Und bei einer Entität ist es eben schöner, dass es sowohl materiell sein kann, als auch immateriell. Und das ist natürlich bei Einstellungen relevant, weil sie können eine Einstellung gegenüber der Impfung haben oder gegenüber einem Stuhl. Ja? Stuhl ist ein klassisches Objekt, Impfung, das ist eher ein, das ist ein Vorgang. Ja? Genau, und von daher finde ich es eigentlich besser, von Entitäten zu sprechen, weil das betont, dass es auch abstrakte Inhalte haben kann. Machen wir einen kurzen Exkurs in die Wissenschaftsphilosophie. Einstellungen sind latent. Die sind auf der Ideenebene, wenn wir das nach Platon verstehen. Das ist etwas, was nicht auf dieser Welt sichtbar ist. Man kann es sichtbar machen, aber es ist nicht unmittelbar sichtbar. Das ist also auf der Ideenebene. Manifest sind Dinge wie Verhalten, Dinge und Personen. Von daher, Einstellungen sind etwas, was wir latent, also verborgen, in uns tragen. Wir können aber das Äußern von Einstellungen, wenn wir das aussprechen, auch als verbales Verhalten kategorisieren. Ja? Also zeigt jemand ein verbales Verhalten, zeigt jemand das Verhalten, ich bin pro Impfung. Das ist ein Verhalten, diesen Sprechakt zu produzieren. Von daher münden Einstellungen sicherlich, kann man sie auch von der Verhaltensperspektive betrachten. Also, aber Einstellungen sind grundsätzlich latent. Ja? Die tragen wir in uns. Ja, wir haben Einstellungen auf drei Dimensionen. Können wir die wahrnehmbar machen? Einmal der Affekt. Wie fühlt sich's an? Ja? Gut oder schlecht? Wenn Sie was gut finden, wenn es einfach ein wohliges Gefühl im Bauch macht, dann ist es eher eine, führt das eher zu einer positiven Bewertung und wenn Sie sich unwohl fühlen, eher schlecht. Und die Kognition ist eine inhaltliche Bewertung. Welche Vorteile sehen Sie? Welche Nachteile sehen Sie? Welche Eigenschaften hat etwas? Und das muss ja nicht immer das Gleiche sein. Also man kann ja schon vielleicht vor der Impfung irgendwie einen Bammel haben und irgendwie ein laues Gefühl. Aber gleichzeitig kann man sagen, naja, das ist aber vielleicht eine logische Sache insgesamt gesehen, überwiegende Vorteile, klar, die Nachteile, deswegen bin ich dafür. Aber vielleicht ist es bei manchen einfach so, dass sie das vielleicht sogar auch so sehen, aber einfach Angst haben und darüber, dass der Affekt vielleicht die Kognition überlagert. Darüber hinaus ist es üblicherweise so, dass man auch noch die konative Dimension unterscheidet. Was ist die konative Dimension? Das ist die Verhaltensweise. Also welche Verhaltensweise zeige ich und Neigung zeige ich? Also lasse ich mich impfen oder nicht? Macht das schon direkt meine Klammer drumherum. So, das ist also unser ganz typisches ABC-Modell. Das hatten wir auch in einer der Eingangssitzungen gezeigt. Wir haben also Einstellungen, die basieren auf Affekt, Verhalten und der Kognition. So, da kann man jetzt aber ein paar Kritikpunkte dran üben. Also vor allem an dieser Verhaltenskomponente. Die ist problematisch, denn wie unterscheidet sich denn eine Einstellung vom Verhalten? Klar, wir können es als verbalen Sprechakt formulieren. Das ist aber eigentlich letztlich auch nur ein Ausdruck, eine Operationalisierung, wenn Sie wollen, der Einstellung. Mit der Einstellung wollen wir ja das Verhalten vorhersagen. Und wenn wir das jetzt irgendwie auch noch als das Verhalten, als Teildimension, also als einen definierenden Bestandteil der Einstellung aufnehmen, finde ich nicht gut, ja, wissenschaftstheoretisch. Man kann auch, und ich habe das in meinem, wie ich jetzt auch Einstellung eingeführt habe, auch vielleicht noch ein bisschen hierarchisieren. Man kann sagen, naja, eigentlich übergeordnet ist die Bewertung. Ja? Finde ich es gut oder schlecht? Und es ist auch eigentlich nichts anderes. Ja? Sage ich gut oder schlecht? Ja? Und der Affekt und die Kognition sind vielleicht eher die Ursachen für die Bewertung. Ja? Wenn es sich gut anfühlt, sage ich eher, dass ich es gut finde. Und wenn ich denke, dass es sinnvoll ist, dann sage ich vielleicht auch eher, dass es gut ist. Ja? Ich denke, das könnte man auch so verstehen. In dem Fall sind eben affektive Bestandteile und kognitive Bestandteile sehr, sehr relevant und diese Pauschalbewertung, diese Metabewertung, die kann man jetzt als Teil der Kognition zählen
oder eben übergeordnet. Ich glaube, ich finde Letzteres besser, aber das ist jetzt nicht eindeutig. Oder gibt es nicht nur eine Position? So, aber das war es nicht. Einstellungen lassen sich noch auf vielen ganz anderen Ebenen weiter kategorisieren. Ja, wir haben erstmal Einstellungen in Bezug auf gewisse Entitäten. Ideen, ja, finden Sie den Neoliberalismus gut? Gegenstände, finden Sie Ihren Schreibtisch gut? Personen, Gruppen, Institutionen, Länder, etc. etc. Also das ist einfach, das können Sie auf alles beziehen und das kann natürlich unabhängig sein. Dann haben wir eben die Dimension der Wahrnehmung, also alle diese drei Dimensionen, die ich genannt habe, können Sie eben auf diese Entitäten beziehen. Ja? Also kann man immer kategorisieren. Dann haben wir gewisse Bereiche, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Also wir können quasi im Bereich der Politik uns bewegen, also im Bereich des Sports, der Religion, Soziales und so weiter. Dann haben wir Stabilität. Ja? Sind manche Einstellungen stabil? Welche sind typisch? Wie fluktuierend sind sie? Dann haben wir eine Überzeugung. Wie sicher ist meine eigene Meinung? Also manchmal findet man was nicht gut, aber irgendwie ist man sich noch nicht sicher. Man sagt so, na, aber ich probiere es trotzdem mal, beispielsweise beim Essen. Ja? Man findet was nicht gut, aber man denkt sich, na, vielleicht hat sich mein Geschmack ja auch geändert und so sicher bin ich mir aber nicht mehr und probiere es nochmal aus. Und Wichtigkeit, Relevanz. Ja? Wie zentral, wie wichtig ist das für mich? Ja, manche Sachen mag man nicht, aber die sind einem egal. Und manche Sachen mag man nicht und da würde man aus Prinzip dann eben auch ja, dafür einstehen, sich dafür einsetzen, kämpfen und so weiter. Sprich, Einstellungen. Also das ist so ein bisschen alles oder beziehungsweise. Man kann es aus ganz, ganz vielen Blickwinkeln betrachten und gibt ganz viele Zugänge dazu. So, jetzt ist die Frage, woran erkennen wir unsere Einstellung? Woran merke ich denn eigentlich überhaupt, welche Einstellung ich habe? Okay, das wiederholt sich, aber es ist nicht ganz das Gleiche im Vergleich zu dem vorher. Wenn wir selbst in uns reinschauen, also in der Introspektion und quasi und selbst analysieren, naja, dann merkt man, okay, fühlt sich's gut an. Ja, wenn ich einfach merke, das fühlt sich gut an, dann muss ich es ja gut finden. Und vielleicht das klassischste Beispiel ist, wenn man sich verliebt, ja, dann weiß man, also dann merkt man merkt da daran, dass man verliebt ist, wenn das Herz anfängt zu pochen, wenn man sich wohl in der Gegenwart von jemandem fühlt. Und das entscheidet dann, dass ich merke, oh, wow, okay, warte mal, die muss ich ja ganz gut finden. Und weniger, die finde ich gut. Und auf einmal fängt dann an, das Herz zu pochen, so. Ja, das ist anders. Die Kognition, vielleicht das Naheliegendste. Ich kann mir ja die Frage stellen, so, finde ich es gut oder nicht, sich mit auseinandersetzen, abwägen. Ja, Vor- und Nachteile abwägen. Wie schätze ich die Risiken und den Nutzen ein? Und jetzt kann man aber auch das Verhalten aufführen. Deswegen ist es nicht ganz das Gleiche. Wenn ich wissen will, ob ich was gut finde oder nicht, dann schauen wir schon manchmal, na, wie habe ich mich denn überhaupt verhalten? Ja, wenn ich aber merke, dass mir Putzen vielleicht gar nicht so schwer fällt und ich mache das eigentlich ganz easy und mache das jede Woche so einmal die ganze Wohnung und merke, aber andere sind da voll am Kämpfen und die kriegen das überhaupt nicht hin und dann denkt man sich vielleicht so, naja, dann scheine ich doch vielleicht ein recht sauberer Mensch zu sein. So. Und das heißt, sie beschauen sich selbst in ihrem Verhalten an und ziehen damit selbst Rückschlüsse auf ihre Einstellung. Und die Annahme ist ja, die dahinter steht, ist, wenn ich was tue, dann muss ich sie eigentlich auch mögen. So, und das ist eben wieder unser ABC-Modell und hier eben alle drei Dimensionen sehr sinnvoll. Wie können wir dies jetzt nun als WissenschaftlerInnen messen? Wir können ein semantisches Differential anwenden. Das ist aus einer Studie, meine erste Dissertationsstudie, die ich mir durchgeführt habe. Da lautete es, Informationen aus Facebook anzugeben, die mich identifizieren, finde ich nicht sinnvoll und sehr sinnvoll.
Sehr vorteilhaft, sehr nachteilig, beunruhigend, beruhigend, ungefährlich, gefährlich, leichtsinnig, sehr schlecht, sehr gut. Und da sehen Sie, da gibt es also beunruhigend ist beispielsweise affektiv, sinnvoll ist kognitiv und sehr schlecht, sehr gut ist es dann eher so eine abschließende Bewertung. Sie können das anhand von Einstellungen, anhand von Likert-Skalen machen, das ist am typischsten. Das ist aus einer anderen Studie, da haben wir gefragt, da haben wir Leute gebeten einzuschätzen, also da sollten sie so ein Online-Forum, eine Beteiligungsplattform nutzen und dann haben wir sie gefragt, ob sich das für sie gelohnt hat, ob es sie inhaltlich weitergebracht hat, ob es Vorteile hat und dann konnten sie die Leute abstimmen auf einer Skala von minus 3 bis 3. Das ist mit am typischsten und sie können fast alle Fragen als Likert-Skalen mit Likert-Skalen konzipieren und dann ist es immer ganz einfach, dann können Sie im ganzen Fragebogen ein Antwortformat durchgängig nutzen. So, hier nochmal der Hinweis, das sind eigentlich Uses and Gratifications, nicht unbedingt Einstellungen, aber natürlich sind Einstellungen auch Uses and Gratifications, auch irgendwo Einstellungen. So, jetzt nochmal ein paar Tipps, wenn Sie Ihre Bachelor- oder Masterarbeit schreiben, wie Sie das machen können. Sowohl verbale als auch numerische Antwortoptionen geben. Ja? Also, weil wir denken ja eher in Sprache und denken, wie stehe ich dem gegenüber? Neutral oder stimme ich eher zu? Nee, stimme zu, doch stimme voll und ganz zu. Und dann wissen wir eher für uns, was eher passt. Ja, das hilft, die innere Position einzuschätzen. Die numerische Beschriftung signalisiert aber so eine Äquidistanz. Also, dass das halt gleiche Abstände sind. Das eine ist. Genau, und wenn Sie es auch noch von minus 3 bis plus 3 machen und nicht von 1 bis 7, ja, dann signalisieren Sie noch stärker diese Bipolarität, also Zustimmung und Ablehnung. Und die allgemeine Daumenregel ist, und daran würde ich mich immer halten, 7 Antwortoptionen zu wählen. Sie kennen, erinnern sich an die 7 plus minus 2 Regel. Das ist in der Regel besser als 5 Antwortoptionen, wie Sie auch eingangs bei mir gesehen haben. Das ist eine Erkenntnis, die erst später kam, weil Sie darüber mehr sinnvolle statistische Varianz haben und eben noch genauer analysieren können. So, und dann auch nochmal eine Terminologie, die relevant ist und da kommt wieder so ein bisschen Einstellung und Verhalten rein. Stated Preferences versus Observed Preferences. Und zwar ist es eben vielleicht so, dass wir alle sagen, so ja, Vanlife galore, ab nach Schweden und das ist total super finden und als Einstellung vielleicht tragen, dass wir das gut finden, aber am Ende des Tages dann doch den Sommer über nur die Semesterferien auf dem Sofa verbracht haben und Netflix geschaut haben. So. Und deswegen ist es gerade bei Ökonomen, die sagen, sie wollen uns eigentlich die Observed Preferences messen, was aber eigentlich auch nur Verhalten ist. So. Aber das können Sie unterscheiden. Das ist eine Terminologie, die Ökonomen häufiger verwenden. Und dann gibt es noch den impliziten Assoziationstest, von dem sollten Sie gehört haben. Das Prinzip ist, dass man anhand von Reaktionszeiten unterschwellige Präferenzen messen soll. Also Sie haben beispielsweise, ob man eher, da kommt es auch her, weiße Menschen mit gut assoziiert oder schlecht oder schwarze Menschen mit gut oder schlecht. Und wenn es uns leichter fällt, weiß mit gut zu identifizieren oder zu verbinden und schwarze schlechter, dann kann das eben als unterschwellige oder dann kann es nur möglich sein, eben unterschwellig Einstellungen sichtbar zu machen. Ja? Wenn die Leute fragen, ja, wie finden sie weiße und schwarze, dann würden die meisten in so einer Situation politisch erwünscht antworten und sagen, ja, finde ich alle Menschen sind gleich und super. Aber wir wissen, dass es in der Realität ja häufig auch unbewusst nicht so gelebt wird und dann ist eben das Prinzip des IATs, aber diese latenten Variablen, latenten Einstellungen einfach besser sichtbar zu machen, dass man die eben nicht sozial erwünscht verzerren kann. Das Problem ist aber nur, genau, man weiß eigentlich nicht genau, was man misst. Also Assoziationszeiten, was genau ist es und ist auch relativ unreliabel und allgemein ist dieser Test fragwürdig, weil es ein Stück weit unwissenschaftlich ist, wenn man nicht weiß, was es genau misst, aber es ist auf jeden Fall eben, also sicherlich das Ziel, was dahinter steht, ist ein sehr hehres.
So können wir also Einstellungen messbar machen anhand der genannten Methoden. Jetzt gehen wir noch kurz darauf ein, wie Einstellungen auf Einstellungserwerb und Einstellungsänderung. Denn Einstellungen werden zuerst erworben und hier gelten vor allem Lerntheorien. Und da werden wir auch noch in der kommenden Sitzung eingehen. Ja? Unsere Eltern leben uns etwas vor, wir übernehmen das. Und wir wurden nie überzeugt, weil wir hatten nie eine Grundüberzeugung. Ja, das heißt, die sind so Stück weit, halt ein unbeschriebenes Blatt und dann schreibt quasi erstmal jemand was drauf. Und das ist was anderes, ob ich auf dem Blatt neu schreibe oder ob ich dann auf einem Blatt eine Information verändere. Denn dann anschließend ist es quasi so, wenn wir einmal Einstellungen haben, dann können diese in einem gewissen Maße verändert werden. Und hier greifen dann vor allem Persuasionstheorien. Ja? Also jemand hat bereits was, wie kann ich es verändern? Und Lerntheorien sagen eher, jemand hat noch nichts und wie kommt da was rein? Also das sind Schwerpunkte davon. Natürlich ist auch, kann man auch Lerntheorien anwenden im Kontext der Persuasion. Und wenn wir uns nun um Einstellungsänderungen betrachten, können wir auch nochmal einen Unterschied vornehmen, den ich persönlich gerne nochmal stark machen möchte, weil ich glaube, da sind wir uns viele nicht so klar, dass es diesen Unterschied gibt und dass der relevant ist. Also wir können unterscheiden Einstellungsänderung und Verkehrung oder Umkehrung. Also Einstellungsänderung betrifft sämtliche Arten Änderung. Ja, ich fand früher mal was super blöd und jetzt finde ich es nur blöd. Ich habe mich richtig aufgeregt über was und jetzt rege ich mich halt immer noch ein bisschen auf, aber manchmal auch nicht mehr so. Aber ich kann auch was super blöd gefunden haben und finde es jetzt super toll. Das ist auch eine Einstellungsveränderung. Also Veränderung ist einfach alles, ja. Irgendeine Veränderung auf einer siebenstufigen Skala. Dann kann man aber auch von einer Einstellungsverkehrung oder Umkehrung sprechen. Vorher fand ich was schlecht, jetzt finde ich es gut. Und häufig ist es so, dass wir, wenn wir von Einstellungsänderungen sprechen, immer denken, naja, also beispielsweise, wir wollen Impfgegner zu Impfbefürwortern machen. Wir wollen Leute, die gegen die Umwelt sind oder gegen Windräder beeinflussen, dass sie nun für Windräder sind. Aber das greift ein bisschen zu kurz oder das ist nur ein Aspekt der Palette. Denn häufig ist es so, wir haben eine Ausgangslage, gerade bei Medien, das hat häufig nur einen geringen Einfluss auf Einstellungen. Also es ist einfach unschwer. Es gibt die Situation, jeder kennt vielleicht das auch aus eigener Biografie, dass man irgendwie einen Artikel gelesen hat oder einen Film gesehen hat, auf einmal hat man gedacht, so, nee, ich habe das anders, das hat meine Meinung komplett geändert. Ja, das kann passieren. Ja. Oder Stichwort Religion, da erlebt man das ja auch manchmal, dass Leute wirklich komplett umkehren und ihr Leben auf den Kopf stellen. Und das gibt es, ja. Aber allgemein, wie viele Medienbotschaften wir am Tag und in der Woche und im Jahr erhalten, ah, die meisten Sachen bleiben schon halbwegs robust. Es ändert sich nicht so viel. Es kann passieren, aber im Schnitt passiert da eigentlich sehr wenig. Aber es muss ja nicht immer gleich eine Einstellungsumkehrung sein. Auch kleine Veränderungen können eben politisch und gesellschaftlich relevant sein, ja. Einstellungen sind, wobei, nee, das ist nochmal ein anderer Punkt. Lassen Sie mich den einen noch fertig machen. Wenn Sie aus Gegnern Neutrale machen, ist es beispielsweise natürlich viel leichter, gewisse Maßnahmen umzusetzen. Ist es ein Unterschied, ob Leute was irgendwie nicht so gut finden oder ob sie auf die Straße gehen, ja? Ob sie frustriert sind oder ob sie militant werden. Ne? Und von daher ist es natürlich so, dass auch gerade in persönlichen Gesprächen, wenn Sie jemanden versuchen wollen, von einer Botschaft, von der Sie überzeugt sind, die Person auch zu überzeugen, dann kann es schon Erfolg haben, wenn Sie jemanden, der krass für etwas war, nur dazu gebracht haben, dass er halt nur noch für etwas ist, ja? Aber halt nicht mehr so stark. Und das ist etwas, was wir vielleicht manchmal unterschätzen. Wir denken immer so, naja, aber der ist ja immer noch dagegen, ich rede die ganze Zeit mit ihr, aber vielleicht ist sie ja weniger dagegen. Das heißt, es ist vielleicht auch nicht ganz umsonst gewesen. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt im Hintergrund.
Einstellungen sind nur zum gewissen Teil kognitiv bedingt, also dass sie überhaupt zugänglich für Informationen und für Argumente sind. Einstellungen sind nämlich auch in ein Wertesystem eingebunden, das sitzt tiefer, so ob sie eher konservativ oder eher offen sind, egal welches Thema, oder sind auch in ein Sozialsystem eingebunden, ja, weil Menschen existieren nicht in einem Vakuum, sondern die sind in eine Gruppierung, in einen sozialen Kontext eingebettet. Und als ein Beispiel, jemand, der streng religiös ist, den können Sie schwer nur mit einem inhaltlichen Argument davon überzeugen, davon abbringen, jetzt seinem Glauben nachzugehen, sondern das sind ja Tagesabläufe, das sind tiefliegende Strukturen, die in einem Menschen vorherrschen, da kann ein Argument gar nichts auswirken. Ja, das ist in den seltensten aller Fälle macht das irgendwas, weil das Ganze, weil vielleicht gewisse Menschen so erzogen wurden oder ja, ein gewisser Status mit gewissen Funktionen einhergeht und da ist das also, ist ein Argument vielleicht nicht komplett irrelevant, aber natürlich nicht so wirkmächtig. Kommen wir zu Konsistenztheorien und nun etwas, also einer eher mehr der Anwendung der Dinge, die ich gerade gesagt habe und das alles nochmal etwas griffiger zu machen. Und wir beginnen mit der Balancetheorie nach Haider. Und hier ist die Grundannahme. Menschen wollen Einstellungen, Verhalten und soziale Konstellationen konsistent halten. Sprich, eigene Einstellungen im Einklang mit anderen Personen. Und das ist eben genau das, was ich eben gerade gesagt habe. Es geht nicht immer nur darum, dass wir wissen, die wenigsten Menschen sind WissenschaftlerInnen und sagen, ich will die Wahrheit finden, sondern sie wollen eher, dass es ihnen gut geht und dass sie in Harmonie leben mit den Dingen, die ihnen wichtig sind. Sobald das aber nicht der Fall ist, sobald man eine Einstellung hat, die sich sehr stark von der unterscheidet eines Mitmenschen, dann entsteht Dissonanz, dann entsteht eine Spannung, ein Ungleichgewicht. Und das ist ein Antreiber dafür, das Verhalten oder die Konstellation zu ändern. So, da hat Haider eine Terminologie entwickelt, ein System. P steht für die eigene Person, O für Other, eine andere Person und X ein Einstellungsobjekt. Und die Grundkonstellation ist folgende. Also wir sind P, das ist die Person. Es gibt ein Objekt, eine andere Person und dann eben ein gewisses Objekt, eine Entität. Und wir können entweder die andere Person gut oder schlecht finden, also Plus oder Minus. Wir können selbst das Objekt gut oder schlecht finden und die andere Person kann das Objekt gut oder schlecht finden. So, Beispiel für Konsistenz. Nico hat einen besten Freund. Bedeutet also Plus. Die mögen sich. Dann gibt es Rapid Wien und beide lieben Rapid Wien. Die gehen beide gerne auf die Spiele, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Und das ist also quasi, das passt. Die können einfach am Wochenende schauen sie die Spiele und gehen ins Stadion. So, Beispiel für Inkonsistenz. Nico weiterhin mit seinem besten Freund unterwegs. Und jetzt gibt es die Band Wanda, ja, die ja durchaus ein bisschen polarisiert. Und Nico sagt, boah, Wanda geht gar nicht. Aber Nicos bester Freund feiert es total ab. Und dann sagen sie, okay, dann sollten wir vielleicht besser nicht gemeinsam Wander hören und nicht auf Konzerte hören, das kann man mit jemand anderem machen. Das ist also ein Beispiel für Inkonsistenz. Ja, das passt nicht. Ja, mit Wander besser nicht ansprechen. Und das Prinzip der Konsistenztheorien ist, dass wir alle Pfade, also du kannst wirklich mathematisch machen, multiplizieren. Minus mal Minus ergibt Plus, kleiner Reminder. Und wenn das Ergebnis positiv ist, dann ist es konsistent. Also Plus, 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 Plus ist Plus. Minus mal Plus ist Plus, ja. Und Sie können das also sich ein Beispiel beliebig durchdenken, ja. Sobald es jetzt der Fall ist, dass Nico und der beste Freund sich verkrachen, also richtig, richtig, richtig verkrachen, ist es überhaupt nicht mehr schlimm, dass der eine Wander mag und der andere nicht, sondern dann ist er wieder konsistent, weil dann sagt man so, er ist ja auch ein Idiot, ja.
Und kein Wunder, dass der halt Wander mag, ja. Und dann passt es auch wieder, ja. Also Menschen, die man nicht mag, die dürfen gerne Sachen mögen, die man auch nicht mag, ja. Dann passt es. Aber wenn das Ergebnis negativ ist, dann ist es inkonsistent, ja. Dafür hatten wir eben auch gerade ein Beispiel, ja. Es kann eben auch sein, dass man hat sich mit Nico ist mit seinem besten Freund verkracht. Nico mag Wander nicht und auf einmal erfährt man so, warte mal, der Kumpel, der mag Wander auch nicht mehr, ja. Und dann, hä, aber dann eigentlich müsste ich mich jetzt ja wieder annähern. Ja. Ist also auch inkonsistent. So, was können wir daraus mitnehmen aus der Diskussion davon? Das klingt erstmal so ein bisschen trivial, so, ja, das ist eigentlich super einfach oder so. Aber das erklärt viele Konstellationen plausibel. Also, wenn es manchmal ist es so, das ist einfach ganz einfach, ja. Schauen Sie sich das an. Gerade bei Konstellationen, ja, mit Freunden, der eine mag den, die mögen sich nicht untereinander, dann weiß man, die beiden Freunde kann man nicht zusammenbringen, ja. Und das hilft. Und was es auch bedeutet, ist, sobald in einem sozialen Gefüge eine Person eine gewisse Position einnimmt, ist es relevant für das Gefüge, weil es kann halt zu Inkonsistenzen führen und zu Spannungen. Und häufig ist es eben so, dass man diese Spannung schwer hat auszuhalten und dass man entsprechend lieber sagt, und dass es einem am Ende des Tages nicht so wichtig ist, die richtige Einstellung zu finden, vielen, nicht allen, sondern eher zu sagen, so, nee, ich will aber einfach bei meinen Leuten bleiben, ich will nicht mich verkrachen, ich will keine Spaltung in der Gesellschaft und dann bin ich vielleicht ruhig oder äußere eine Einstellung nicht und will halt einfach nicht. Will eher den Zusammenhalt da betonen. Und das ist so ein bisschen Stichwort Tribalismus. Ja, es ist wichtiger, einer Gruppe zuzugehören, die mir Sinn und Anerkennung gibt, als unbedingt die notwendigerweise die richtige Einstellung zu finden. So, wichtig, das Modell lässt sich beliebig erweitern. Ja? Es muss nicht zwangsläufig auf Personen beschränkt sein, sondern es kann auch innerhalb einer Person Einstellung und Verhalten beinhalten, beispielsweise. Aktuelles fiktives Beispiel: Ina mag ihre Mutter. Ihre Mutter mag Impfung nicht. Ina mag die Impfung. Ist das konsonant oder nicht? Konsistent oder nicht? Ist nicht konsistent. Ja, das erzeugt natürlich eine Reibung. Hat der ein oder die andere von Ihnen vielleicht erfahren? Anderes Beispiel: Ina ist weiterhin pro Impfung. Servus TV hat Beiträge gebracht, in denen sie sich eher kritisch gegenüber der Impfung ausgesprochen haben. Ina mag Servus TV nicht, ist zusammen ein konsistentes Gefüge. So, das sind Balance-Theorien. Jetzt gehen wir weiter zur kognitiven Dissonanztheorie. Und die kognitive Dissonanztheorie ist eine spezifischere Ausgestaltung der Balance-Theorie, wobei das auch, ich glaube, gar nicht so vielen gar nicht so klar ist. Ja? So, es gibt in der kognitiven Dissonanztheorie ein paar Grundannahmen. Die kommen von Leon Festinger, einer der bekanntesten psychologischen Theorien. Wir fokussieren hier eine Person und deren Einstellungen und Verhalten. Also das ist jetzt also ein gewisser Fokus, den wir nehmen. Balance-Theorien, das ist eher so das allgemeine Prinzip. Und bei der Dissonanz-Theorie zoomen wir jetzt auf eine Person rein. Und wir schauen uns deren Verhalten und deren Einstellungen an. Und auch hier ist es so, da sagt man jetzt nicht Spannung, ich habe vorhin versehentlich Dissonanz gesagt. Der Terminus wurde eher erst durch, wenn ich mich nicht täusche, durch Festinger eingeführt. Und der sagt eben, die Annahme ist, dass sich widersprechende Einstellung und Verhalten lösen Dissonanz aus. Wenn ich eine Einstellung habe, die meinem Verhalten widerspricht, dann ist es irgendwie unangenehm. Ja? Und die Theorie geht jetzt der Frage nach, warum haben Menschen sich widersprechende Einstellungen und Verhalten und wie, vor allem, wie lösen Menschen diese Dissonanzen? Also warum, also quasi, wie können wir das darstellen? Ja? Wie zeigt sich Dissonanz? Und es lässt sich eben auch als Balancemodell darstellen. Ja? Also das ist genau das Gleiche. So, also eine Dissonanz liegt vor, wenn eine Einstellung nicht dem Verhalten entspricht. Ja? Also eine Person hat eine Einstellung
und hat ein Verhalten. Also es beiden positiv gegenüber. Und wenn die Einstellung dem Verhalten widersprechen, weil es einfach nicht zusammenpasst, dann ist dissonant. Ein klassisches Beispiel, das absolute klassische Beispiel ist Rauchen. Ja, Lisa hat den Wunsch, lange und gesund zu leben. Das möchte sie. Das haben nicht alle. Sie hat den und sie raucht. Ja, und naja, da wissen wir auch nicht schon immer, aber so seit, ich glaube, 60er, 70er Jahren, dass das nicht so gut zusammen einhergeht, sondern dass das Letztere, das Erstere signifikant beeinträchtigt. So, wie geht jetzt Lisa damit um? Was kann sie machen? Ja, idealerweise merkt sie, macht sie Nummer zwei und hört auf zu rauchen. Ja, würden ja viele auch und sagt, nee, wirklich, ich will alt werden und gesund leben und irgendwie macht es doch keinen Sinn, irgendwie Bio-Ware zu kaufen und dann aber zu rauchen. Nee, also ich verändere meine Verhalten. Oder aber sie sagt, sie ändert die Einstellung. Sie sagt, nee, vielleicht ist es einfach für mich nicht so wichtig, gesund zu leben. Vielleicht ist es für mich einfach wichtiger, zu genießen oder dazu zu gehören oder einfach zu entspannen. Ja, vielleicht sagen halt manche so, das ist mir wichtiger. Es gibt so ein paar, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, es gibt so ein paar Leute, die sind noch überzeugte Raucher, die sagen, ja, ich weiß nicht, ich weiß schon, dass mir das gesundheitlich nicht gut ist, aber ich finde es einfach toll aufgrund der und der Dinge und das, so bin ich halt. Ja? Gibt ein paar. Ja? Und das heißt, man kann auch dann merken, wenn man so, nee, dann habe ich vielleicht gar nicht dieses Ziel, lang und gesund zu leben, sondern sage ich, nee. Live fast and die young, ja? Könnte man so sehen. Aber das Problem ist halt, beides häufig nicht möglich. Also man kann halt häufig das Verhalten nicht ändern und irgendwie von dieser Einstellung loszukommen, gelingt einem halt auch nicht immer. Ja? Oder möchte man halt auch nicht. Ja? Und das ist vor allen Dingen, das ist dann vor allen Dingen der Bereich, in der dann eben die kognitive Dissonanztheorie kommt und uns dann dabei hilft, dann zu erklären, wie Menschen dann aber, obwohl sie diese Dissonanzen eigentlich haben, trotzdem sie anders versuchen zu lösen. Also die quasi, die Ursprungsdissonanz bleibt eigentlich, aber sie leben trotzdem weiter und versuchen es irgendwie zu reduzieren, die Dissonanz. Und wie machen sie das? Sie können eine konsonante Einstellung, Kognition hinzunehmen und die in den Vordergrund rücken, also etwas, was eben positiv gegenüber beispielsweise dem Verhalten ist, dem Rauchen. Sie können es umdeuten, Sie können die Dissonanz in Frage stellen, Sie können sagen, so, nee, die Dissonanz, die gibt es gar nicht. Und Sie können es vermeiden. Sie können einfach sagen, aus den Augen, aus dem Sinn, ich mache einfach was anderes, ich kümmere mich nicht drum und wende meinen Blick einfach ab. So, das ist ein Key Learning und das auch, was jetzt als nächstes kommt, weil es tatsächlich, ja, es ist einfach eine Grundlage und es ist an sich, es ist nicht komplex, aber es lohnt sich, das mal im Alltag einzuüben, ja, also auch mal zu bedeuten, so, okay, wo habe ich sich selbst zu beobachten, wo sind Dissonanzen, wie geht man damit um, das bei anderen vielleicht auch zu beobachten. In der Regel ist man ja immer kritischer mit anderen als mit sich selbst und dann das auch mal zu benennen zu können, ah, guck mal, du hast doch hier gerade die und die Technik zur Dissonanzreduktion betrieben. So, aber schauen wir uns das nochmal als Beispiele konkret an, dass es nochmal ein bisschen griffiger wird. Also wir hatten jetzt die Lösungsstrategie konsonante Kognition hinzunehmen. Ja, also Lisa hat den Wunsch, lange zu leben, den hat sie weiterhin und sie raucht, aber das passt nicht zusammen. Und sie kann aber einfach sagen, aber, also das stimmt schon, aber betrachten wir mal die Tatsache, dass ja Rauchen auch entspannt und ich mag Rauch, entspannen ist mir wichtig und deswegen rauche ich weiterhin. Oder eben diese Haltung, man lebt nur einmal und es geht auch mit Rauchen ganz gut einher. Und das andere tritt dann in den Hintergrund. Also das bedeutet nicht, dass sie die Einstellung geändert hat. Ja,
Das könnte sie, also das wäre ja der erste Punkt, nicht notwendigerweise. Aber sie kann sich einfach dann in der Welt auf das orientieren, was für sie relevant ist. Ja, oder was sie in den Blick nehmen will. Und wenn sie sich einfach sagt, so, nö, ich denke einfach ich denke ans Entspannen und dass man nur einmal lebt, dann hilft einem das. Hat ein bisschen was mit der dritten Strategie zu tun letztlich, weil es halt in den Hintergrund tritt dann. So, dann kann ich auch natürlich umdeuten. Ja? Ich kann einfach sagen, na, ist es wirklich so? Also ich habe den Wunsch, lange und gesund zu leben und ich rauche auch, aber ist es denn wirklich so ein Widerspruch? Denn ein Risiko ist ja nicht gleich Gewissheit. Also ich kann ja auch sagen, naja, ja, es ist ein gewisses erhöhtes Risiko, aber das muss ja nicht so sein. Ja? Und ebenso, es gibt ja beispielsweise auch alte Raucher. Und wer sagt denn, dass es mich erwischt? Ja. Das wäre eine Möglichkeit, also quasi diesen Widerspruch in Frage zu stellen. Also, ja, und die dritte Möglichkeit ist halt einfach zu ignorieren. So, huch, ein Vögelchen, lass uns einfach was anderes machen. Und da sind wir sehr gut darin, wir Menschen. Und das ist natürlich auch so, so gehen wir auch mit dem ganzen Leid der Welt um. Und die ganzen Probleme, die es gibt, die lösen wir ja nicht. Und wir könnten morgens schlecht aufstehen, wenn wir es nicht irgendwie auch hinkriegen, uns einfach nicht damit zu beschäftigen. Ja? Ja, wenn wir uns ein tolles neues Handy kaufen und dann irgendwann vielleicht merken, so mal erfahren, dass es vielleicht umwelttechnisch gar nicht so schlau ist, dann lösen wir das damit, indem wir einfach nicht drüber nachdenken und lieber an den schönen Sachen erfreuen. Und ja, ist also tatsächlich. Vielleicht eine der, ist auch eine Form der Dissonanzreduktion. Das machen Leute. Also die meiden diese Themen und die wollen nicht darüber sprechen und erleben dadurch keine Dissonanz. Ja, ja und noch eine andere Lösung ist eben nicht an der Logik orientieren, sondern am Umfeld. Und wenn Lisas beste Freundin Inge auch raucht und dann ist das vielleicht am Ende des Tages sogar entscheidender und dann tritt das andere in den Hintergrund. So, die kognitive Dissonanztheorie, um das jetzt mal zusammenzufassen, beschreibt wirklich viele Situationen sehr gut. Es ist ein sehr wertvoller Ausgangspunkt zum Verstehen von Verhalten. Folgende Strategien zur Lösung sind der Dissonanz sind interessant. Ja? Also wie geht man damit um? Das ist auch so ein Mehrwert, den diese Theorie bietet. Bisweilen sind natürlich die Situationen ein bisschen komplizierter. Es gibt einfach viele Einstellungen und Kognitionen, die parallel herrschen. Und es ist so, wir widersprechen uns die ganze Zeit. Und das liegt daran, dass wir eben keine Computer sind. Und diese Einstellung, diese Erwartungshaltung an Menschen zu haben, dass wir Computer wären und alles logisch sein müsse, die ist unrealistisch und so funktionieren Menschen nicht. Also wir sind nicht hier, weil wir die maximal logischsten Menschen sind, sondern wir sind hier, weil wir überlebt haben. Und das heißt, sicherlich Logik ist ein relevanter Bestandteil, wenn man es jetzt evolutionär betrachtet, um die Erfolgsgeschichte des Menschen zu erklären. Aber das ist nicht der Sinn und Zweck. Der Sinn und Zweck ist, dass man sich vermehrt und nicht Sinn und Zweck, aber also evolutionär betrachtet und denjenigen, die das gelingt, die sind halt diejenigen, die wir sind. So, uns, unseren Vorfahren ist es gelungen. Wir sind der Beweis. Und von daher darf man da nicht einfach so ein anderes Modell darüber stülpen. Ja? Computer sind wir nicht. Und eben, wir sind eben viel mehr soziale Wesen, die einfach das machen, was andere machen oder uns denen wichtig ist, was andere machen. Und nicht so sehr, und die Gruppen können sich halt einfach überlappen. So. Genau, und das wird schon zunehmend klar. Also, wenn man auch eben gerade in den letzten Jahren versucht zu verstehen, warum gewisse Menschen wirklich absurde Positionen einnehmen, dann merkt man halt, na, mit Logik kommt man da nicht weit. Das sind nicht die Gründe, warum Menschen diese Positionen einnehmen, sondern das sind Konstellationen oder das sind andere Mehrwerte, die aus dem Einnehmen dieser Haltung für die Person entstehen. So, fassen wir einmal zusammen, was wir heute gelernt haben oder was wir besprochen haben.
Einstellungen sind Bewertungen von Entitäten, ja, also von x-beliebigen Dingen, und sie bestehen aus und entstehen durch Affekte und Kognition. Also das sind die Hauptdimensionen, ja, Gefühle und Gedanken. Die sind eingebettete Netzwerke. Ja. Man ist nicht isoliert in soziale Netzwerke, andere Überzeugungen und anderes Verhalten. Wenn sich Einstellungen und Verhaltensweisen widersprechen, entsteht kognitive Dissonanz und Spannung. Das ist unangenehm, das wollen wir lösen. Und Medien können Einstellungen aufgrund der Stabilität und Vernetzung auch nur bedingt ändern, aber es ist durchaus auch möglich, ja, das sind häufig Einzelfälle. Ich habe gestern Nacht zum ersten Mal ohne Kissen und nur auf dem Rücken geschlafen, weil ich ein YouTube-Video dazu gelesen habe, vielleicht gesehen habe, vielleicht haben Sie es auch gesehen. Und natürlich ist das mein Verhalten kausal durch das auf das Betrachten dieses Videos zurückzuführen. Ja? Aber man darf halt nicht vergessen, es gibt auch ganz viele, die hätten es nicht gemacht. Ich habe meiner Frau davon erzählt, der war es vollkommen egal. Und das heißt, das kann in den Einzelfällen passieren. Das Potenzial ist vorhanden und das kann dann auch eine Kaskade an weiteren Dingen auslösen. Aber im Schnitt ist es meistens passiert da nicht so viel. Und das sollten wir wissen. Ja, so viel dazu. Die können gewisse Dinge, Einzelpunkte hier nachlesen. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich schon auf unsere nächste Sitzung kommende Woche. Haben Sie noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.